Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und heute geht's endlich darum, was ich euch lange versprochen habe, und zwar die Wrongwarps. Ich zeige euch, wie die funktionieren und welchen Benefit ihr davon habt. Keine Sorge, die sind ganz, ganz einfach. Ich habe hier auch gerade gesehen, ich bin hier am Ende von meinem letzten NG plus 7 Speedrun und das ist perfekt, weil jetzt habe ich hier nämlich genau die perfekten Sachen, die ich brauche, damit ich euch das zeigen kann. Also, als Vorbereitung gibt es nämlich zwei Sachen, die ihr braucht. Und das ist einmal die Gnade Tunnel zum Schloss. Die zeige ich euch einmal. Das ist im Prinzip die Gnade direkt vor Margit. Die ist sehr wichtig, weil da porten wir uns später hin. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich euch gleich. Also das hier ist diese Gnade. Die ist direkt am Anfang. Tunnel vor dem Schloss hier. Und wenn ihr hier hochgehen würdet, wärt ihr bei Margit, den ich übrigens noch gar nicht besiegt habe, deswegen ist hier auch noch immer das Ding. Also, nochmal, ich habe diesen Run schon durchgespielt, habe Margit aber noch nicht besiegt. Das müsst ihr euch auch mal überlegen. Also, Tunnel vor dem Schloss, sehr wichtig. Und dann ganz wichtig, ihr drückt auf Dreieck, geht zur Tunnel zum Schloss, so dass das gehighlightet ist, und drückt R3. So dass links neben Tunnel vom Schloss ein Stern ist. Das bedeutet nämlich, dass wenn ihr Dreieck drückt und nochmal Dreieck drückt, kommt direkt zu euren markierten Orten der Gnade und dort erscheint dann direkt Tunnel zum Schluss. Das ist später wichtig, weil ihr dann relativ schnell sein müsst und damit kommt ihr halt schnell auf diese Gnade. So, das nächste, was ihr braucht zur Vorbereitung, sind die vier Glockentürme. Da reise ich mal eben hin. Da könnt ihr direkt am Anfang des Spiels ohne irgendjemanden zu besiegen hinlaufen. Dann holt ihr euch hier in der Truhe den Schimmersteinschlüssel und benutzt damit den Teleporter hier unten. Übrigens, ich zeige euch heute nur zwei Wrongwarps, zwei, die sehr, sehr nützlich sind. Es gibt noch einige andere, die in verschiedenen Speedruns benutzt werden, aber das sind die einzigen beiden, die ich benutze und die ich für spannend empfinde. So, an anderen Ort reisen, das machen wir mal. Und dann seid ihr nämlich in Farum Azula. Das ist ein Teleporter, der bringt euch hier zu Zerfallen des Farum Azula. Wenn ihr hier hinterlauft, würdet ihr nämlich normalerweise einen Talisman finden. Nee, falsch. Wenn ihr hier runterspringt, würdet ihr einen Talisman finden. Da unten irgendwo ist ein Talisman. Ist auch egal, für diesen Wrong Warp ist das komplett egal. Was ihr nämlich jetzt machen müsst, das werde ich auch im Videoschnitt einmal als Zeitlupe euch einblenden. Was ihr machen müsst, ist einmal hier Erinnerung der Gnade ausrüsten und dann Erinnerung der Gnade unten auch benutzen. Und sobald ihr hier auf Ja drückt, müsst ihr ganz schnell auf das Touchpad drücken, Dreieck, nochmal Dreieck und dann im genau perfekten Moment X drücken, um dorthin zu porten. Und was das Spiel da macht, ist, es weiß halt nicht, wollt ihr jetzt zurück zu den Glockentürmen oder wollt ihr zur Tunnel zum Schloss? Und deswegen setzt euch das Spiel dort ab, wo ihr gerade seid, aber auf die Startposition. Und die Startposition von Zerfallenes Farum Azula ist immer da, wo ihr im Prinzip nach dem Feuerriesen wärt. Ich probiere das jetzt direkt mal, ob ich das First Try schaffe. Ich schaffe es auch nicht immer First Try, aber ich versuche es mal eben. Vergessen zu drücken, bisschen zu spät gedrückt, also gar nicht gedrückt. Und das Wichtige ist, wenn ihr es verkackt, ist nicht so schlimm. Ihr müsst euch hier einmal an die Gnade setzen und dann reitet ihr im Prinzip wieder hier runter, wieder zum Teleporter und wieder zurück ins zerfallenes Farum Azula und probiert das Ganze nochmal. Da kann also nichts schief gehen. Probiere es jetzt gerade nochmal. Und der Moment, wo ihr X drücken müsst, ist übrigens im Prinzip der letzte Frame, wo es überhaupt möglich ist, X zu drücken. Versuche ich jetzt nochmal. Ja,
Der hat sich gut angefühlt. Ihr kriegt dann auch irgendwann so ein bisschen Feeling dafür, ob es geklappt hat oder nicht. Und wenn es geklappt hat, sieht es nämlich so aus. Ihr steht genau vor Margit und ganz wichtig ist, ihr dürft jetzt auf gar keinen Fall irgendwie laufen oder so, weil dann freeze das Game und ihr habt alles verkackt und dürft dann nochmal alles nochmal neu machen. Also hier ist ganz wichtig, einmal System, Spiel beenden und einmal das Spiel komplett beenden und dann wieder ins Spiel reingehen. So, und wenn ihr dann wieder ins Spiel reingeht und dann seht ihr nämlich genau das, was ich gesagt habe, aus der Startposition von zerfallenes Faerûmenthula und könnt im Prinzip, obwohl ihr das Game, ich habe jetzt auch noch in 5 Minuten, klar, ihr müsst es eigentlich laufen, aber sagen wir mal, nach 10 Minuten könnt ihr theoretisch in Faerûmenthula sein, was natürlich absolut gestört ist, weil das natürlich, das geht nicht. Das, ja, also, das ist der erste Skip zu Faerûmenthula, der sehr nützlich sein kann. Dann gibt es noch einen anderen Wrong Warp, den ich gut finde, und zwar direkt nach Laendell. Dafür müsst ihr eine Transportfalle benutzen, die hier unten im Turm der Rückkehr ist. Da könnt ihr einmal ganz nach oben die Treppen hoch und dann werdet ihr geportet. Und zwar hier oben hin, auf diese Brücke hier, werdet ihr geportet. Und dort ist auch eine Gnade, die müsst ihr dann einmal aktivieren, einmal dort euch hinsetzen und dann wie gerade auch den Wrong Warp ausführen. Das heißt, Erinnerung der Gnade benutzen und dann versuchen, den richtigen Punkt zu treffen. Ich mache es jetzt gerade nochmal. Ich bin zwar schon Faerûm, aber vielleicht klappt es ja direkt nochmal. Ihr könnt das wirklich üben, üben, üben ohne Ende. Irgendwann habt ihr genau den richtigen Punkt getroffen. Dann merkt ihr euch den und dann ist einfach nur Muscle Memory und dann kriegt ihr den immer hin. Ein Frame zu spät gedrückt. Aber da seht ihr, ich habe es schon bestimmt 100 Mal gemacht und ich verkacke es immer noch. Also da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Man kann es nicht immer schaffen. Aber so funktionieren im Prinzip die Wrong Warps. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr über ein Like freuen und natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Außerdem findet am Sonntag immer der Community Run auf Twitch statt. Da würde ich mich auch sehr freuen, euch zu sehen. Wir spielen immer auf der PlayStation. Wenn ihr da gerne mal mitspielen wollt, könnt ihr gerne mal auf Twitch vorbeischauen, dort auch ein Follow da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwas, was ihr noch sehen wollt oder lernen wollt oder so, lasst mich gerne auch in den Kommentaren wissen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.